Papa, Papa, kann ich auf deinem Motorrad mitfahren? Aber du bist doch erst 6 Jahre alt. Aber du hast mir doch Helmhandschuhe, stieflose Jacke gekauft. Ach so, ja, da kannst du mitfahren. Komm, komm. Jetzt kommt da gleich ein Auto raus, glaube ich. Aus der Waschanlage? Ja, ich glaube schon. Bei denen ist es so, dass das Auto steht und fährt die Waschanlage außenrum. Und wenn es fertig ist, fährt das Auto raus. So, dann steig mal auf. Die Hand will ich. Linker Fuß drauf. Und jetzt hoch, komm. Hast die Griffe? Nein. Hier. Hä? Andere Hand? Hast du? Ja. Okay. Also, wir fahren jetzt nicht mehr lang. Vielleicht eine halbe Stunde, dann sind wir schon da, okay? Okay. Das schaffst du noch, oder? Ich glaube schon. Ja, ich denke schon, dass du das schaffst. Ein Mini. Sogar weiße Punkte. Ja, habe ich gesehen. Stimmt, hat die Mama denn auch gesehen. Mhm. Da vorne ist noch ein Motorrad. Siehst du es? Ja, unten, aber da fahren wir nicht lang, wir fahren oben. Ja, das war da. Da war eine Frau drauf mit einem weißen Helm. Ah ja. Ja, jetzt habe ich es gesehen. Guck mal, da unten ist das Schwimmbad von Loa. Ja. Ich habe die Tankstelle noch mal gerade kurz gesehen. Ah ja. Da jetzt noch mal. Stimmt, das sieht man von hier. Da habe ich noch nie drauf geachtet. Ist ganz schön heiß. Mhm. Ja, wir sind gleich aus Loa raus. Dann fahren wir wieder ein bisschen schneller, dann wird es wieder kälter. Ich habe gerade noch mal das Wildschwein gesehen. Ja, auf der Brücke, ne? Ja. Wir fahren dann auch später ein bisschen durch den Wald, dann wird es wieder wesentlich kühler. Okay. Also die Mama fährt jetzt auf der Seite und wir fahren auf der anderen Seite. Okay. Da oben kommt jetzt eine Baustelle, da müssen wir vielleicht an der Ampel warten. Okay. Ich sehe den Bagger. Ja, der steht da schon eine Weile. Die befestigen, glaube ich, den Hang da. Schau mal, die Steine, die haben, da haben sie ein Netz hingemacht, ne? So einen großen Zaun, ja. Siehst du das? Und das machen die da vorne ja auch. Wieso? Damit keine Steine auf die Straße fallen. Ah. Da haben sie überall schon so Stangen reingemacht in die Felsen. Kannst du dir gleich mal anschauen, wenn wir vorbeifahren. Mhm. Und da wird dann das Netz dran befestigt. Hm. Guck, da gucken überall die Stangen raus aus den Felsen, siehst du, ne? Und da kommt auch ein Netz hin. Da sind schon Netze, guck. Ja. Fahren wir 100? Nee, 80. Okay. Jetzt fahren wir 90. Ich wollte gerade sagen, die nächste ist alles 100. Ja, genau. Da drüben ist ein Jägerhaus. Ein Hochsitz. Ja. Ja, ein Hochsitz meine ich. So, jetzt sind wir in Waldzell. Hm. Da wohnen, glaube ich, noch weniger Leute als in Flocksbach, weil Zell ist ganz klein. Okay. Der Opa, der wohnt in Pupsbach. Was bitte? Nee. War ein Witz. Ja, der wohnt noch nicht in Pupsbach. Ja, das war ja auch ein Witz. Das war ein guter Witz. Also heute fahren wir ein bisschen mehr Kurven als beim letzten Mal, wo wir nur nach Lohr gefahren sind. Heute fahren wir mal eine interessantere Strecke, ne? Okay. Damit wir mal ein bisschen Kurven fahren. Ich kann mal ganz weit schauen, ne? Oh, stimmt. Ich hab gerade auf die andere Seite geguckt. Hä? Und dann habe ich mich umgedreht. Oh, stimmt. Jetzt sind wir schon fast da. Jetzt haben wir schon die Hälfte. Lass mal uns mal überraschen, oder? Ja, genau. Wie das nächste Ort heißt. Schau mal darüber, da kann man auch viel sehen. Oh! Ja! Da wächst Mais! Aber dieses Jahr haben
zwar wachsen die, der Mais nach. Mhm. Ja, die bestellen die Felder immer mit anderen Sachen. Wechselt immer. Ja, und da drüben ist ein Traktor. Den habe ich jetzt nicht gesehen. Da drüben. Ja, ich muss auf die Straße schauen. Ich kann nicht nach dem Traktor schauen. Okay. Oh, jetzt haben wir da ein Auto vor uns. Da machen wir mal ganz kurz. Warten wir mal ganz kurz, weil jetzt kommt nämlich eine schöne Strecke. Ich mach mal kurz ein Foto von dir auf dem Motorrad, ja? Pass mal auf. Du kannst sitzen bleiben. Lass mal los. Da passiert nichts. Da passiert gar nichts. Kannst mal so machen. Moment. Ja, okay, wunderbar. Fahren wir gleich weiter. Ist ganz schön heiß. Wir fahren sofort weiter. Da drüben kommt auch wieder Schatten. Ja. Meine Griffe, da hab ein und der andere. Hast du? Ja. Okay. Hast du den Ständer hochgemacht? Ja, die geht sonst aus. Okay. Wenn der Ständer unten ist, der Motor ist an und man legt einen Gang ein, dann geht das Motorrad automatisch aus. Das ist zur Sicherheit. Das, man kann nicht mit ausgeklappten Ständer losfahren, das geht nicht. Okay. Hab gerade einen Bussard gesehen. Oh, okay. Streckt meine Zunge raus, dass meine Zunge ein bisschen Luft bekommt. meine Zunge friert ein. Das ist okay. Papa? Ja? Auf der großen ist es eigentlich besser wie auf der kleinen. Du fährst lieber auf der großen? Ja. Okay. Warum? Es ist halt eigentlich schöner. Hast du da mehr Platz oder was ist schöner? Ja, da habe ich mehr Platz. Okay. Da sitzt man auch ein bisschen weiter oben, da sieht man ein bisschen besser, ne? Ja. So, und von der Brücke kommt dann die Mama wieder rüber. Ja. Aber ich weiß nicht, wo die Mama ist. Ob die jetzt schneller ist als wir, ob die schneller war oder langsamer, keine Ahnung. Das werden wir dann schon sehen. Ja, ich weiß es auch nicht. Wir mussten heute gar keine Pause machen, außer an der Tankstelle, weil man Benzin braucht. Mhm. Aber welche Farbe Auto ist vor uns? Ganz vorne. Sieht schwarz aus. Schwarz, okay. Ja, das ist ein schwarzer Golf. Ich habe gerade ein großes Loch in der Straße gesehen, aber das war schon zugesperrt. Mhm. Haben sie abgesperrt, dass keiner reinfällt. Ja. So, jetzt sind wir gleich da. 5 Minuten. Papa, ein Mann aus seinem Auto hat zu mir gezeigt und hat den anderen nicht gezeigt. Es gibt halt nicht viele, die mit so einem kleinen Kind auf dem Motorrad fahren. Das ist, ja. Das machen nur ganz wenig. Ja. Und es gibt auch nicht viele Kinder, die sich das trauen, in deinem Alter schon Motorrad zu fahren. Ja. Ich trau mich das aber. Du traust dich schon, ja. Das finde ich super. Hä? Bei Kreuzungen muss man immer wahnsinnig aufpassen, weil manche Leute sehen einen nicht und dann fahren die trotzdem raus. Ja. Da gibt es die meisten Unfälle an den Kreuzungen. Da ist ein großer Vogel. Wow. Oh ja. Das könnte eine Wiesenweihe gewesen sein. Aber das ist immer okay. So schwer zu sagen. Ja. Da kommt ein Auto. Ja. Du, wenn wir eine Kurve nach rechts fahren, wenn ich mich so nach rechts lehne, dann guckst du am besten nach rechts an mir vorbei. Dann kommen wir besser durch die Kurve. Okay. Warte mal. Okay. Steig mal ab.
Okay, die Mama kann dir beim Helm helfen.